Ja, hallo und herzlich willkommen zur großen Grönland-Proviant-Show. Ich versuche mich etwas kurz zu fassen. Was haben wir denn dabei? Also das ist jetzt die, das muss ich als erstes mal klären. Das ist jetzt hier die Basisausstattung. Das ist das, was wir jetzt an Essen da haben, was wir potenziell mitnehmen, wenn wir feststellen, dass unsere Rucksäcke noch leicht genug sind. Wenn wir feststellen beim Packen, dass unsere Rucksäcke nicht mehr leicht genug sind und wir werden auch mal ein paar Probeschritte gehen mit den entsprechenden Rucksäcken, wie sie denn in der endgültigen Grönland-Konfiguration gepackt sind, also wirklich auch mit dem realistischen Zeug drin, was wir wirklich mitnehmen wollen, dann werden wir ja feststellen, oh Gott, ja, also damit komme ich nicht durch die Landschaft oder ja doch, das ist ganz okay, das ist ganz angenehm zu tragen, das kann ich mir auch vorstellen, für 2-3 Tage zu tragen, weil spätestens dann ist ohnehin sehr viel leichter. Ne? Daher, Futter ist ja wirklich stark schnell abnehmend und insbesondere je mehr Futter man mitnimmt, ist das Schöne, desto weniger wird es pro Tag, also wird es umso schneller, leichter eben entsprechend. Ne? So, wir fangen hier an, hier in der Abendessenabteilung, plus Dessert, plus bisschen Zubehör. Weiteres Zubehör haben wir schon gesehen beim Hauptpackdingens und da wissen wir jetzt auch nicht, ob wir da wirklich alles von mitnehmen müssen, aber hier wieder der gute Hartkäse. Ich habe hoffentlich letztes Mal nicht viel zu erzählt, dann werde ich jetzt viel zu erzählen. Das ist Hartkäse-Mischung, die man bekommt, wenn man entweder bei Aldi, bei Lidl, bei Edeka, bei Penny, bei wo auch immer diese günstigen Miracoli-Klonpackungen kauft. Ne? Nicht Original-Miracoli, wobei da ist das auch drin, so ein Käse, aber dafür ist es einfach ein bisschen teuer. Und diese Klon-Miracoli-Spaghetti kosten unter einen Euro, irgendwie 69 Cent oder sowas oder teilweise noch weniger. Und da ist immer dabei eine Würzmischung für die Soße, einmal die Soße selber, also sprich ein Beutel Tomatenmark, plus ein paar Spaghetti natürlich und ein solches Beutelchen Käse. So, jetzt haben wir schon seit Monaten den Käse da jeweils aufgehoben. Wir essen die auch entsprechend ein paar Mal häufiger, auch teilweise auch noch mit erweiterter Soße. Also man kann mit dieser Soße, ich meine, die besteht aus Tomatenmark und einer Würzmischung. Da kannst du noch allen möglichen tollen Kram reinmachen, dann ist das durchaus eine leckere Soße. Das ist ein super günstiges Gericht, wir essen das gern. Jedenfalls, den Käse haben wir immer aufgehoben, weil der ist der am längsten haltbare und nicht gekühlt werden müssenste Käse, den ich kenne. Und damit der beste Käse für Touren überhaupt. Ein Beutelchen jeweils 15 Gramm. Ein Beutelchen jeweils für eine Mahlzeit, wo der Käse einigermaßen dazu passt. Und wir haben da wirklich inzwischen reichlich Beutel. Ob wir wirklich so viele brauchen, werden wir mal sehen. Da kommt die Katze. Buscher, willst du ins Bild? Nein? Okay. Dann das jedenfalls zum Käse. Dann haben wir hier Knoblauchöl. Das ist erstens, wenn wir mal was zum Anbraten haben, sollte sich das ergeben. Und zweitens auch als geschmackliche Ergänzung. Mir persönlich sehr stark, aber wer gern viel Knoblauch ist, willst du ja doch ins Bild. Wer gern viel Knoblauch mag, für den ist Knoblauchöl natürlich eine Alternative. Ja, du altes Viech, du. Pemmikan ist einmal tatsächlich als für 2 Tage in Anführungszeichen als reguläres Gericht geplant, wobei ich überlege, ob man da diesbezüglich noch ein kleines bisschen extra Kartoffelbrei mitnimmt, damit der Pemmikan dann mit dem Kartoffelbrei noch etwas besser schmeckt. Aber wir werden sehen, inwiefern wir den benötigen. Für 2 Tage ist aber als reguläres Gericht eingeplant. Das heißt, was wird man da, also als Abendessen, ne? Das heißt, da würde eine Packung pro Tag wahrscheinlich reichen, 100 Gramm pro Nase, pro Abend, also wären 2 Packungen quasi beim regulären Gericht. Ja, du musst durchs Bild eingeplant und die restlichen 3 Packungen sind dann wirklich Reserve für wirklich völlig unvorhergesehene Ereignisse. Das hier hinten ist unsere Nachtischabteilung, da haben wir einmal Prenorin, das ist irgend so ein super Sportlerzeug, das muss wohl irgend so eine Art, nee, das ist ein Getränkepulver scheinbar, das man ins Wasser kippen kann und dann runter trinken und dann bist du wohl angeblich super fit. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, ich wollte das unbedingt gerne mal ausprobieren. Ja, du willst auch was, gell? Hast du Hunger? Muss ich die füttern? Nee, doch Sommer, da frisst du doch normalerweise nicht so viel. Dann haben wir Karamell-Amaretto-Creme. Dann haben wir einmal Mousse au Chocolat in uralt, schon lange abgelaufen, macht aber nichts. Und einmal Mousse au Chocolat in neu, noch dazu gekauft. Übrigens, bei diesen Tüten fehlen jeweils die Ecken. Das liegt daran, dass man mit dem Abschneiden von Ecken bei sehr, sehr vielen von diesen Tüten, die man da mitnimmt, tatsächlich sage und schreibe immer 100 Gramm Verpackungsmüll sparen kann. Und übrigens auch mit Abschneiden von da oben dieser Lasche, mit der sie normalerweise im Regal aufgehängt werden. Also da fehlt nochmal bestimmt 2 Zentimeter Lasche, die wir jeweils abgeschnitten haben. Das ist bei allen Tüten so, außer bei den neuen Pemmikan-Tüten, da ist
diese Lasche noch dran. Die muss ich noch abschneiden. So, da hinten haben wir Kartoffelsuppe. Die dient als Ergänzung für sehr kleine Abendessen, wie zum Beispiel so ein Beutel hier. Ne? Das ist auch für 2 Tage vorgesehen, dass es dann jeweils pro Person einen so einen Beutel gibt. Das ist jetzt Nudeln Bolognese. Ganz einfaches Zeug aus dem Supermarkt, umgetütet in solche Tüten. Zieht schnell, ist schnell fertig, schmeckt nicht schlecht, ist in Ordnung. Wie gesagt, noch so ein Süppchen hinterher. Muss ja nicht an den Tagen sein, wo wir uns völlig verausgabt haben, sondern eher an den Tagen, wo es ohnehin nicht so dramatisch gewesen ist. Ja, so, Entschuldigung. Hier jedenfalls dann noch einmal Kartoffelbrei, beziehungsweise 3-mal Kartoffelbrei als Ergänzung zum Pemmikan und 2-mal als Hauptmahlzeit. Dazu brauchen wir noch ein paar Röstzwiebeln, getrocknete, die wir auch noch zusätzlich mitnehmen wollen. Die fehlen hier noch, damit der ordentlich nach was schmeckt. Und Bratensoße dazu gibt es auch. Wo ist sie? Hier ist sie. So ganz einfache Bratensoßenwürfel, das schmeckt man auch noch mit Gewürzen. Gewürzen haben wir ja auch noch dabei, eben entsprechend ab. Und dann geht das auch mal für eine Mahlzeit. Klar ist das kulinarisch nicht toll, aber wir sind ja auch nicht zum Gutessen nach Grönland gefahren, beziehungsweise werden nicht zum Gutessen nach Grönland fahren. So, für insgesamt 8 Tage, also 16 Tüten, haben wir Track and Eat und sonstige Mahlzeiten. Das liegt nicht daran, dass ich die jetzt wahnsinnig viel gekauft habe und zu viel Geld habe und mir dieses Zeug super gut leisten kann, sondern das liegt einfach daran, dass ich von dem Kram noch massenhaft daheim rumliegen hatte, beziehungsweise im Keller noch rumliegen hatte, weil ich das gerne auch mal geschenkt bekomme von irgendwem, der eine Tour macht. Zum Beispiel das Zeug hier ist aus Neuseeland, gibt es wohl auch in Australien, die Backcountry Cuisine. Die sind relativ groß. Da müssen wir mal gucken. Die sind auch entsprechend schwer. Ist eigentlich viel zu viel. Nettogewicht 175 Grams, steht hier drauf. Wenn man sich im Vergleich dazu einen Track and Eat, einen durchschnittlichen Track and Eat Beutel anguckt, der hat, oh, das ist jetzt ein schwerer, der hat 200 Gramm. Aber ein durchschnittlicher Track and Eat Beutel hat 160 Gramm, ja, sowas um den Dreh. So 130 bis 160 Gramm haben die meisten dieser Mahlzeiten. Und wir haben ein paar etwas überschwere, weshalb wir auf Durchschnittsgewichte von unseren entsprechenden Beuteln hier von, lass es 170 Gramm sein, ne, der Durchschnittsbeutel, kommen. Und das ist schon sportlich, so viel ist, das ist schon ein bisschen Luxus, muss ich auch sagen, dass diese Gerichte doch recht großzügig bemessen sind. Recht großzügig. Das heißt, wir kommen für so eine Mahlzeit auf, ja, so etwa 600 Kalorien, auch so ungefähr Durchschnittswert. Manche werden sogar noch ein paar mehr haben, also so 700 oder was. Einige werden nur ein bisschen weniger haben, also so 500 und ein paar zerquetscht. Und dann gibt es wieder, da kommt wieder die Kartoffelsuppe eben entsprechend ins Spiel. Oder hinterher noch ein Nachtisch, ne? Da drüben haben wir ihn gesehen. An solchen Tagen, wenn wir feststellen, wir sind irgendwie heute aber mehr Hunger, dann wird eben ein Nachtisch vertilgt. Ein Nachtisch zu zweit natürlich. Nicht für jeden ein Mousse Schokolade, das wäre ja völlig übertrieben. Gut, sind wir mittags in der Snackabteilung. Ich muss gestehen, hier herrscht noch ein wenig Uneinigkeit bei uns Zweien. Ne? Wir sind ja zwei, also haben wir 2 Köpfe, also haben wir 2 Meinungen, ob unsere Mittagsfutterabteilung bzw. Snack für unterwegs denn geeignet ist. Dazu kurz eine kleine Anekdote. Bei mir ist es so, und da bin ich relativ... Ich kenne nicht viele andere Leute, die das auch so machen. Also vom Wandern her ist es so, ich brauche morgens mein Frühstück. Hier drüben liegt es. Ne? Dann brauche ich mittags wirklich nur einen kleinen Imbiss. Und dann halte ich den Rest des Tages auch wunderbar durch bis abends. Wenn ich dann eine große Mahlzeit kriege, dann bin ich eigentlich auf Tour zufriedengestellt. Was heißt zufriedengestellt? Ich habe dann schon gegebenenfalls mal noch Hunger. Und man denkt dann auch gerne mal über leckeres Essen nach. Aber das Gute ist, man genießt es dann mehr, wenn man zu Hause ist. Aber wirklich brauchen, noch mehr tue ich nicht. Ich habe, wie man zusehend auch sehen kann in meinen Videos, entsprechend auch noch ein bisschen interne Speckreserven mir zugelegt, die da hilfreich sein könnten, also wirklich bei minimaler Verpflegung problemlos durch die Landschaft wandern zu können. Also sprich, ein gewisser Gewichtsverlust ist durchaus vorgesehen und auch durchaus normal. Das ist auch biologisch nichts Besonderes, weil dazu legt ja unser Körper Fettreserven an. Das tut er noch aus den Zeiten, als wir darauf wirklich noch angewiesen waren zum Überleben, hat er noch diese Veranlagung, Fettreserven anzulegen. Und damals, wenn damals viel gewandert wurde,
irgendwelche Leute großen Strecken zurückgelegt haben. Da könnte aber sicher sein, dass die auch eben entsprechend aufgrund der geringen Transportmöglichkeiten als effizientestes Mittel, um lange Strecken zurückzulegen, körpereigenes Fett sich angefressen haben werden. Ne? Also in der Jungsteinzeit und früher. Das auf jeden Fall. Und daher ist das nach wie vor ein gutes, probates Mittel. Weshalb wir uns eben streiten, wie viel Snacks wir brauchen. Denn ich esse ein richtiges Frühstück. Wie gesagt, dann nur eine ganze Kleinigkeit. Die besteht aus einem solchen Beutel Erdnüsse. Traditionell auf all meinen Touren seit 2006 ist meine Standard-Tourenverpflegung mittags ein Beutel dieser Erdnüsse. Und eine halbe Tafel Rittersport. Und fertig und aus. Hier liegt jetzt noch mehr, ne? Also zunächst mal, das war früher auch schon immer so, habe ich immer auch ein bisschen Beef Jerky dabei, weil ich das so super gerne esse. Ein bisschen meint in diesem Fall 225 Gramm. Das ist für Beef Jerky schon eine ganz ordentliche Menge, weil das eigentlich nur in kleinen Mengen normalerweise gefuttert wird und wirklich auch nur so als Snacks. Das ist also quasi so ein bisschen wie Chips. So vom Snackgehalt her. Das ist auch nicht besonders effizient vom Energiegehalt, aber es schmeckt mir einfach so gut, dass das was ist für die Psyche, wenn es mal eine lange, lange Zeit regnet zum Beispiel. Oder ich wirklich mal einen schlechten Tag habe oder ich mal anfange, mich krank zu fühlen oder irgendwie sowas, sollte das passieren, dann ein bisschen Trockenfleisch futtern und irgendwie habe ich das Gefühl, das gibt einem wahnsinnig viel Kraft. Es ist nicht so, aber ich habe das Gefühl und das ist, manchmal ist die Einbildung eben wichtiger als die tatsächlichen Tatsachen. Wobei natürlich der Eiweißgehalt schon sehr hoch ist und das merkt man schon in der Physiologie, dann, dass das was bringt. Aber man darf es auch nicht übertreiben und nicht überbewerten, das Zeug. So, jedenfalls jetzt dadurch, dass wir zu zweit sind, haben wir zusätzlich noch Salami. Das ist eine stinknormale Salami, nichts Besonderes. Ist hier in der Tüte, damit sie nicht so riecht. Die müffelt nämlich sonst ganz gut, so mit Edelschimmel drumherum. Dann haben wir Bremsklötze, also so kleine kantige Käse, die auch ungekühlt haltbar sind, jeweils einzeln eingeschweißt. Hat relativ viel Verpackung das Ganze. Besonders effizient sind die nicht. Die haben gerade mal 231 Kalorien pro 100 Gramm. Und so ein Ding wiegt... wo steht's? 250 Gramm, also 500 Gramm nicht sehr effizienten Käse. Das ist auch so eine Sache wegen halt Evelyn, ne? Würde ich nicht mitnehmen. Des Weiteren würde ich nicht mitnehmen Vollkornbrot, denn das hat aufgrund seines hohen Ballaststoffanteils auch gerade einmal 201 Kalorie pro 100 Gramm. In so einem Päckchen sind jeweils zwei kleine Scheiben. Lecker ist es. Schmecken tut mir das auch gut. Und für Tageswanderungen nehmen wir das gerne auch mit. Haben wir schon öfter gemacht. Aber nach Grönland hätte ich es jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht mitgenommen. Das ist eine Anpassung wegen Evelyn, weil die das einfach braucht. Die kann nicht mittags einfach nur Erdnüsse und Schokolade fressen, auch wenn das sehr effizient ist. Die braucht noch ein bisschen Brot, auch das Knäckebrot. Vielleicht kann ich sie noch zu mehr Knäckebrot überreden. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass ich sie mehr auf Knäckebrot fokussiere und weniger von diesem Zeug mitnehme. Weil Knäckebrot ist wenigstens nicht gänzlich uneffizient, was die Kalorien angeht. Knäckebrot hat immerhin 363 pro 100 Gramm. Da ist also was drin. Das hier ist wirklich nur Ballaststoffe gefühlt. Also, ne? Ebenfalls Evelyn-Anpassungen sind Mangostreifen, Bananenchips und Kürbiskerne. Kürbiskerne ist in Ordnung, da kann ich nun wirklich nichts dagegen sagen. Kürbiskerne sind hocheffizient, Mangostreifen nicht. Das ist quasi ihr Trockenfleisch sozusagen. Da kann ich also auch nichts dagegen sagen. Nicht wirklich, ich würde gerne, aber geht nicht. Bananenchips sind dahingehend auch sehr effizient, dass es sich um frittierte und gezuckerte Bananenchips handelt. Damit kommen die auch auf 500 Kalorien pro 100 Gramm, sind also auch hocheffizient. Kann ich auch wieder nichts gegen sagen. So, aber die Wurst... ist nicht optimal. Es gibt fettere Würste. Also wirklich nicht optimal. Also da verlieren wir bestimmt 100 Gramm effizientes Futtergewicht, weil wir eine nicht effiziente Wurst dabei haben. Oder eher 150 Gramm. Die Wurst ist ganz insgesamt, ja, die ist schon schwer. Das ist bestimmt eine 400 Gramm Wurst. Da hätte man für 400 Gramm erheblich mehr Kalorien mitnehmen können, Schatz. Ich zeige euch jetzt doch mal schnell die Wurst, bevor jeder fragt. Ist eine ganz einfache, stinknormale Salami hier, sowas, ne? 400 Gramm, ja. Und hat, naja, immerhin 437 Kilokalorien. Okay, da gibt es doch keine sehr viel effizientere Wurst mehr.
das, okay, gut, das nehme ich zurück. Die Wurst, es geht, die Wurst wird durchgewunken. So, dann haben wir hier Schweizer Militärschokolade. Normalerweise ist die noch in so einer roten Papierhülle, aber die haben wir abgemacht, weil die wiegt auch was, müssen wir nicht mitnehmen, wozu? Da diese Plastikumhüllung reicht. Davon haben wir insgesamt 14 Stück, das ist vielleicht ein bisschen viel. Das bedeutet eine halbe Tafel pro Person und Tag. Jetzt will Evelyn allerdings natürlich auch irgendwie noch Schokolade, wir haben aber auch noch Riegel. Daher kann ich schon verstehen, dass sie noch ein bisschen zusätzlich Schokolade mitnehmen möchte, weil das ist ja im Grunde, da werde ich auch mit ihr teilen müssen, befürchte ich, im Grunde ist das ja meine, ne? Für meine Standard-Tourenverpflegung. Aber unsere Riegelabteilung hier, da haben wir es wirklich momentan aus meiner Sicht, ne, sie sieht das gegebenenfalls anders, aus meiner Sicht echt noch voll übertrieben, weil wir haben 1,5 Kilo verschiedene Riegel dabei, darunter Oat Snacks. Oat Snacks sind Haferflocken mit einer schmierigen Schicht obendrauf, die für den Geschmack sorgt. Ich finde sie sehr lecker, muss ich sagen. Ich finde sie sehr stopfend, weil sie im Wesentlichen wirklich nur aus Haferflocken bestehen und man echt das Gefühl hat, da jetzt richtig Material zu futtern. Sie sind auf 65 Gramm schwer und damit ist da auch einiges dran an so einem Ding. Also die machen einfach gut satt. Auch wenn sie von der Kalorien-zu-Gewicht-Verhältnis her gar nicht so super sind, nur so um die 400 Kalorien. Also gerade noch so in dem Bereich, dass ich sagen würde, effizientes Nahrungsmittel. Wer es noch nicht mitbekommen hat, effizientes Nahrungsmittel über 400 Kalorien pro 100 Gramm, nicht effizientes Nahrungsmittel unter 400 Kalorien pro 100 Gramm. Das ist so meine persönliche Grenze. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Sesamriegel, die sind auch super, die haben 557, also wirklich tippitoppi. Wir haben hier so Amaranthriegel, die sind auch in Ordnung mit 450, glaube ich. Wir haben die sehr, sehr guten Knoppersriegel, die haben auch irgendwas um die 500 und kosten vor allen Dingen auch nicht viel Geld. Und da hinten haben wir auch noch ein bisschen so spezielleren Kleinkram, der halt noch so rumlag. Hier zum Beispiel Fruchtschnitte. Gut, die wird jetzt nicht so effizient sein. Ich glaube, die kann ich aussortieren. Ja, 386. Jetzt haben wir keine Fruchtschnitte mehr. Lalalalalala. Gut, dass Evelyn dieses Video bestimmt nicht guckt und nicht merkt, dass ich hier heimlich ihre Fruchtschnitte aussortiert habe. Ha! Wieder einmal 25 Gramm gespart. Ja, also in dem Bereich ist noch ein bisschen sehr viel Essen. Die ganze Snackabteilung zusammen wiegt tatsächlich sogar mehr als die Mittagessenabteilung. Die Abendessenabteilung wiegt nämlich 5,3 Kilo. Hier dieser ganze Kram, inklusive dem Nachtisch. Und die Snackabteilung wiegt 6,5 Kilo. Das ist wirklich für meinen Geschmack noch ein bisschen viel. Da müssen wir uns nochmal drüber streiten, ob wir das echt alles brauchen. Aber wie gesagt, Rucksäcke werden aufgezogen, gepackt, aufgezogen. Und dann schauen wir mal, ob wir es getragen kriegen. Übrigens, hier ist auch noch ein Glas Erdnussbutter. Den Inhalt nehmen wir gerne mit. Erdnussbutter hat je nach Zusammensetzung bis zu 700 Kalorien pro 100 Gramm. Die hat nur 646, ist aber auch gut. Und nur im Glas mitnehmen wäre relativ verheerend, weil das Glas allein 150 Gramm wiegt. Das ist völlig utopisch, das da drin mitzunehmen. Das müssen wir noch in irgendwas anderes Schönes umfüllen. Da fällt uns auch sicherlich noch was ein. So, wir kommen zur Frühstücksabteilung. Die Frühstücksabteilung, da habe ich schon ein bisschen was zur Seite gemogelt. Die Frühstücksabteilung ist die leichteste Abteilung. Die wiegt nämlich nur 3,7. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nur noch 3,5 Kilo. wir haben verschiedene Sorten Müsli, alles käuflich erwerbbares Müsli. Hier zum Beispiel mit geringem Schokoladenanteil, das ist primär, glaube ich, für Evelyn. Mit recht hohem Schokoladenanteil, wie unschwer zu erkennen ist, das ist primär, glaube ich, eher für mich. Ich bin sowieso der Müsli-Esser von uns zwei. Alles gerne noch mit so Knusperzeug drin. Schön bei Schokomüsli ist, wenn man sich es mit warmer Milch zubereitet, was wir morgens tun, weil wir sowieso heißes Wasser brauchen für den Kaffee. Dann schmilzt noch die Schokolade und dann hat man quasi Schokomilch mit Müsli und das ist sehr lecker. Also ich persönlich zum Frühstück wirklich eine feine Sache. Apropos Milchpulver, wird noch umgefüllt in solche Tüten. Die sind dann natürlich noch etwas voller als die hier. Aber die Menge ist ungefähr das, was hier jetzt liegt, was wir da mitnehmen. Das ist ein 500 Gramm Sack. Hier auch nochmal potenziell auch Evelyn taugliches Müsli mit verschiedenen Knusperkrämteln drin, mit verschiedenen Nüsschen drin, auch mit weißer Schokolade, Stückchen, ein paar Haferflocken und so weiter und so weiter. Also wirklich ganz verschiedene Sorten Müsli. Ganz da hinten liegt noch
Das hatte ich auch noch rumliegen. Das ist jetzt auch mehr so eine Notlösung. Verschiedene Müsli-Mischungen von eben solchen Trekking-Mahlzeiten, sage ich jetzt mal. Hier haben wir einmal das Sports Breakfast von Real Field Meal. Das ist von den Schweden. Da sind auch Haferflocken drin, verschiedene Kernchen, Rosinen noch, Flax-Seeds und Datteln und ach, was weiß ich was alles. Primär für Evelyn. Mit Milchpulver ist da schon inklusive. Oder hier zum Beispiel auch so ein Klassiker sind diese Track-and-Eat-Müslis, die ich vollkommen sinnlos finde, weil die ein Schweinegeld kosten, wenn man bedenkt, dass man ein genauso gutes Müsli auch für wirklich einen Bruchteil der Kohle in riesigen Mengen bekommt. Der einzige Unterschied ist, dass hier schon Milchpulver mit drin ist. Und meine Güte, Milchpulver, wenn man es beim richtigen Händler bezieht, zum Beispiel diesem hier, dann kostet das auch nicht viel. Und da ist es einfach lächerlich, was man für ein Track-and-Eat-Müsli zahlen muss. Aber ich hatte es noch rumliegen. Ne? Ich kriege sowas hin und wieder mal auf alternativen Wege. Ne? Also geschenkt halt eben nicht vom Hersteller, nein, von Privatpersonen, die da zufällig günstig drangekommen sind und dann meinen, ich könnte es brauchen. Und da haben sie auch nicht ganz Unrecht. Und ich brauche die auch auf, klar, wenn ich die geschenkt bekomme. Aber verglichen mit zum Beispiel Track-and-Eat-Abendessen, ne? Die sind ja wirklich... Die sind auch überteuert, selbstverständlich. Man kann auch sowas hier nehmen, das kostet einen Bruchteil, das kostet 1,50 Euro, so ein Ding hier, ne, wenn es gerade im Angebot ist. Die kosten sowas zwischen 5 und 8 Euro, solche Teile, teilweise sogar 10. Ich weiß nicht, was Backcountry Cuisine so kosten würde, wenn man die dann eben entsprechend, gut, die gibt es in Deutschland sowieso nicht, aber wahrscheinlich auch umgerechnet, wenn sie es in Deutschland gäbe, wenn man mit mindestens 8 Euro dabei. Im Neuseeland ist das Zeug relativ günstig zu kriegen. Aber wie dem auch sei, fürs Frühstück, finde ich, macht das überhaupt keinen Sinn. Aber jetzt haben wir schon, jetzt nehmen wir es auch mit, damit es mal irgendwann gegessen wird, weil wegwerfen wäre ja auch schade. Und desgleichen noch ein paar mehr da hinten liegen so rum. Das ist also dann die Frühstücksabteilung. So, spaßeshalber noch ein Wort zur Getränkeabteilung. Die haben wir hier. Das ist noch nicht ganz, Entschuldigung. Die Getränkeabteilung ist auch noch nicht ganz vollzählig. Da wird noch so ein bisschen was dazukommen oder auch wegkommen. Ganz links im Bild sehen wir Evelyns Kaffeebeutel. Da ist sie sehr sparsam gewesen, seltsamerweise. Wahrscheinlich, damit sie mir mehr Essen unterjubeln kann. dann haben wir noch hier ein winziges Beutelchen mit Süßstofftabletten. Da würde ich ehrlich gesagt noch ein paar mehr mitnehmen für meinen Tee. Einfach damit es gut schmeckt. Teebeutel für eben entsprechend Tee. Verschiedene Teebeutel, verschiedene Sorten. Größtenteils ist es lastig überraschend Tee, weil es halt nicht mehr draufsteht. Man kann den Teebeutel ja auch mehrfach verwenden. Ich habe auch nicht jeden Abend Bock auf Tee, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier noch 4 solche Chai Latte Dinger. Die geben auch jeweils einen guten Becher. Besonders schon alles gesüßt, schon fix und fertig. Ready to drink Tee, auch was Schönes. Ich werde mir noch dazu schmuggeln ein kleines bisschen heiße Schokolade, also die richtig gute. Und hier haben wir noch Zitronentee von Track and Eat. Den habe ich jetzt nur umgefüllt, weil der in seinen ursprünglichen Packungen viel zu viel Platz braucht, beziehungsweise viel zu viel Plastik ist. Den will ich auch einfach mal irgendwann weggetrunken haben. Ist im Grunde nichts viel anderes als Krümeltee. So, da hinten sehen wir eine Röhre. Multivitamintabletten, die sind erstens dafür da, dass uns tatsächlich eben ein paar Vitamine nicht schaden können. Und zweitens... Übrigens, da steht drauf, einmal täglich, ne? Man darf nicht mehr als eine täglich nehmen und so weiter. Aber tatsächlich sind hier in Wahrheit keine Vitamine drin, die nicht wasserlöslich wären. Und die wasserlöslichen können von der Niere ganz problemlos ausgeschieden werden. Soll heißen, du kannst hiervon so viel saufen, wie du möchtest, kann dir eigentlich nichts passieren. Eigentlich, dass sie sicherheitshalber mal draufschreiben, okay, kann ich verstehen. Aber wirklich Sorgen muss man sich dann nicht machen, dass man da irgendwie einen furchtbaren Tod stirbt, weil man hiervon mehr als eine Tablette pro Tag konsumiert. Aber diese Röhrchen sind vergleichsweise schwer. So ein Röhrchen wie etwa 25 Gramm. Daher habe ich ein Röhrchen dabei, so für den täglichen Gebrauch. Das füllen wir dann auf mit den restlichen Tabletten in der Tüte. Insgesamt sind es dann 3 Röhrchen mengenmäßig. Und das wiegt schon ordentlich was. Also der Faktor, dass man nicht einfach Wasser trinken kann, also ich nicht. Und auch Evelyn hat ganz gerne mal ein bisschen Geschmack im Wasser hin und wieder. Ja, das äußert sich halt dahingehend, dass man dann nicht ganz optimal leicht unterwegs ist, so leicht, wie man es sonst theoretisch könnte. So, ich habe mir vorgenommen, unter 30 Minuten zu bleiben mit dem Video. Habe ich geschafft. Dann kann ich euch noch erzählen, was der ganze Kladderadatsch wiegt.
Frühstück wiegt, wie gesagt, 3,5 Kilo. Ich finde, das ist in Ordnung. Da will ich auch nichts mehr dran drehen. Das ist inklusive Milchpulver und inklusive zweimal Rührei. Hatte ich Rührei erwähnt. Das ist Rührei. Jeweils eine Portion. Nicht wahnsinnig viel, aber lecker. Ne? Auch für den Genuss. Kann man gegebenenfalls in Knoblauchöl noch anbraten. Dann ist es besonders ja, gut, wer es mag. Ne? Die Mittagessenabteilung mit ihren 6,5 Kilo ist mir wirklich noch zu schwer. Ich hoffe, ich kann Evelyn noch davon überzeugen, dass man von diesem Brot hier noch einiges da lässt. Vielleicht können wir auch unsere Müsli-Riegelsammlung etwas reduzieren, weil momentan ist das ein Riegel pro Person und Tag. Das brauchen wir eigentlich nicht, wenn wir so viel zusätzliche Schokolade hier noch haben. Ne? Beim Abendessen sehe ich kein großes Reduktionspotenzial mehr. Und... sollten wir aber dann doch feststellen, dass es uns echt zu schwer wird, dann können wir noch ein weiteres Abendessen gegen Pemmikan austauschen, weil Pemmikan halt gewichtstechnisch wirklich hocheffizient ist. Man könnte auch mal überlegen, ob man ja noch ein paar Brühwürfel mitnimmt, um Pemmikan gegebenenfalls in einer etwas schmackhafteren Suppe als einfach nur in Wasser einrühren herstellen zu können. Und da gibt es dann auf jeden Fall noch Möglichkeiten. Aber momentan sind wir beim Abendessen, das hatte ich glaube ich auch schon erwähnt, bei 5,3 Kilo und damit kommen wir auf ein Gesamtgewicht von 15,5 Kilo Essen für unsere entsprechenden 14 Tage Tour und da sind die Getränke ehrlich gesagt noch nicht mit eingerechnet. Es ist für meinen Geschmack, klingt das erstmal super viel. Ich hatte ursprünglich veranschlagt, als ich noch in der super sparsamen Phase war und möglichst mit wenig Gewicht wegkommen wollte, will ich eigentlich immer noch, aber da hatte ich veranschlagt 12 Kilo und jetzt sind wir halt 3,5 Kilo drüber. Oh, vielleicht kriegen wir noch ein Kilo reduziert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schaffen, dass wir noch ein Kilo runterkommen. Zumal eine kleine Reduktionsmaßnahme im Frühstücksbereich ist ja noch nicht mit eingerechnet. Das heißt, wir sind nur noch 2,2 Kilo über dem, was ich ursprünglich mitnehmen wollte. Und wenn wir, wie gesagt, dann noch auf 1,5 Kilo zu viel kommen, dann würde ich sagen, auf das können wir uns einigen, weil dann rechnen wir nämlich noch die Getränke dazu und dann sind wir wieder bei plus 2 Kilo. Passt also dann wieder. Ne? Irgendwie wird man schon getragen kriegen, vor allen Dingen muss man ja sagen, Essen wird jeden Tag weniger. So, also, und was das Zeug angeht, Schatz, wir müssen reden, wenn du das hörst. So, und dem Rest wünsche ich hoffentlich vielleicht ein bisschen Input mitbekommen zu haben und ansonsten mach jetzt gut, ja, bis zum nächsten Mal.